Danke, Frau Ernst von der Gul. Ja, vielen Dank. Bei aller Sympathie für den Berichterstatter, auch ich gratuliere zum Geburtstag, werde ich einen Teufel tun, an Eurosur auch nur ein gutes Haar zu lassen. Und zwar, weil wir nicht noch mehr Maßnahmen brauchen zur Kriminalisierung, Bekämpfung und Überwachung von Migranten. Denn das ist das Hauptziel, wenn wir bitte mal in den Artikel 1 hineinschauen von Eurosur. Und wir brauchen auch nichts, was uns abhält als EU, die Rettung von Menschenleben zur zentralen humanitären Aufgabe zu machen und nicht nur einen Beitrag dazu zu leisten. Wir haben also eine falsche Botschaft, die wir hier aussenden, und wir sollten uns auch nicht Augenwischerei hier vornehmen. Wir brauchen keine neuen Gremien, um Migranten möglichst geräuschlos und ja, gut aussehend loszuwerden. Wir sehen keinen Bedarf, um dafür teure Sicherheitstechnik einzukaufen und irgendwelche Lagebilder zu erstellen. Und das viele, viele Geld brauchen wir nicht für Eurosur, sondern für die Lebensrettung von Migrantinnen und Migranten, für Welcome Center, für Neuansiedlung, für eine Entwicklungshilfe, die diesen Namen auch verdient und nachhaltige Entwicklung in diesen Herkunftsländern fördert und eben nicht nur den Kapitalexport. Meine Damen und Herren, wer sich für Flüchtlinge entscheidet, wirklich entscheidet, muss gegen Eurosur stimmen.